Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein Tauschpaket mit der lieben Xenia von Rosis Beauty Place gemacht. Und ja, jetzt ist es angekommen. Sie hat auch schon das Video hochgeladen von meinem Tauschpaket. Und ich bin schon so gespannt. Das ist hier, ich glaube, das ist eine DM-Box mal gewesen. Und ja, ich sitze hier auf dem Boden. Irgendwie habe ich gerade keinen besseren Platz gefunden und muss auch mit einer Hand die Kamera halten, weil mein Stativ ist leider irgendwie gerade verschwunden. Ja, deswegen hoffe ich, dass es nicht zu sehr wackelt, wenn ich euch jetzt die Sachen zeige. Ich habe selber auch noch nicht reingeschaut, ich habe es nur aufgemacht und hier das Ding ein bisschen, die Lasche ein bisschen rausgezogen, damit es nachher ein bisschen besser geht, vor allem wenn man mit einer Hand kämpft. Ja, und wir haben ausgemacht, ich kaufe Sachen aus dem Müller und sie hat gesagt, sie schaut im DM Sachen für mich, weil einfach DM ist ein Stückchen weiter weg für mich als die anderen Drogeriemärkte. Rossmann und Müller, die sind näher dran. So, und jetzt bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, was alles drin ist. Und ja, dann fangen wir auch mal an und schauen mal rein. Wie gesagt, ich habe auch noch nichts gesehen. Aber da sehe ich jetzt schon was. So, alles mit einem süßen Cupcake-Serviette abgedeckt. Und hier eine Karte, die lese ich mir gerade mal kurz durch. Ja, also hier steht: Liebe Corinna, ich wünsche dir viel Spaß beim Auspacken. Ups, da. Hoffe, ich habe deinen Geschmack getroffen. Liebe Grüße, Xenia. Bestimmt. Sachen vom DM liebe ich ja eigentlich sowieso immer. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was alles drin ist. So, das ist die Karte. Mal dieses, nein, ich mache es anders. Ich ziehe einfach eins raus und dann schauen wir, was es ist. Erstmal was Süßes. Das braucht man natürlich auch immer. Und zwar von Haribo. Schnecklecker. Habe ich noch nie gehabt. Finde ich toll. Will ich schon immer mal probieren. Und Haribo, ja, so eine Tüte ist ja immer ganz schnell vernichtet, sage ich mal. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Die wird dann bald mal vernichtet werden. Mal hier hin. Ich mache es anders, dann kann ich euch, lege ich euch die Sachen mal hin. So. Als nächstes habe ich hier was in einer Schachtel. Ah, das sind die auch cool von Alverde. Beauty and Fruity mattierende Pflegecreme, Limette Apfel, das finde ich toll. Die hat mich sowieso schon interessiert, als ich letztes Mal wieder im DM war. Wollte ich eigentlich danach gucken, habe es dann aber doch wieder vergessen. Wenn ich mir nicht alles aufschreibe, dann fehlt halt nachher die Hälfte. Ja, finde ich super, da freue ich mich schon drauf, sie auszuprobieren. Vor allem auch, wie der mattierende Effekt dann ist, das finde ich toll. Setze ich mal so hin. Als nächstes. Ah, ein Tee, cool, den habe ich auch noch nie probiert von Mesmer. Karibischer Tropicana Ananas Kokos, fruchtig süß. Das finde ich toll. Das klingt ja schon richtig lecker. Da freue ich mich drauf. Ich nehme auch zur Arbeit immer Tee mit und trinke da während dem Arbeiten noch ein, zwei, drei Tassen Tee. Und das ist super. Da kann ich wieder was in meine Teeschublade machen. Dankeschön. Dann Kruschel, Kruschel. Ah, das ist, glaube ich, das Kleine nehme ich nachher. Ah, cool. Ich habe zu ihr gesagt, ich möchte gerne mal die Cleopatra-Maske ausprobieren. Dann habe sie bei uns nie irgendwo gefunden. Und die ist jetzt auf jeden Fall schon mal hier drin. Einmal, zweimal, glaube ich. Jetzt gucke ich mal, ob ich mit einer Hand das Tütchen aufbekomme, weil da sind ja noch ein paar andere Sachen drin. Ja, offen ist es schon mal. Entschuldigung, wenn es ein bisschen laut ist. Fangen wir mal hier an. Ah, einmal die Cleopatra-Maske, das finde ich toll. Die kann ich jetzt endlich mal ausprobieren. Du schwärmst immer so von der Maske. Jetzt will ich mal schauen, wie sie ist. Toll. Dann von Shavens noch die African Peeling-Maske. Soft and Clean, die habe ich auch noch nie probiert. Super. Ich freue mich immer, wenn ich Sachen bekomme, die ich natürlich noch nicht vorher probiert habe. Dann einmal von L'Oreal Skin Perfection. Die habe ich auch noch nicht getestet. Super. Ich finde, so kleine, mit den kleinen Cremeproben kommt man eigentlich auch relativ gut hin, finde ich immer. Ah, da habe ich noch was Tolles gesehen. Ups. Einmal von Astor. Skin Match Glow BB Cream. Finde ich gut. Ich mag solche kleinen Päckchen auch zum Testen ja, gerne mal, weil
mit den BB-Creams noch nie so richtig zufrieden gewesen bis jetzt. Deswegen muss ich echt mal gucken, ob die vielleicht was ist für mich. Und was ich voll cool finde von Essitz, ja genau, von Essence aus der Aquatics LE, die Nailsticker. Die habe ich mir auch schon mal angeschaut, konnte mir gar nicht vorstellen, wie das nachher sein soll, wenn das fertig ist oder wie das wirklich funktioniert. Und ja, jetzt kann ich sie mal testen, das finde ich richtig cool. Danke, danke. Ist das Tütchen ist leer mit den kleinen Sachets, sage ich jetzt mal. Dann als nächstes, ah toll, von Dresdner Essence ein Pflegebad Kokos. Muss ich jetzt mal schnuppern. Riecht lecker. Toll. Das habe ich auch schon ein paar Mal in der Hand gehabt und habe es dann immer wieder zurückgelegt, weil ich auch sehr viele Badeutensilien sozusagen habe. Also viele Bademittel in allen möglichen Sorten. Und ja, ich auch die erstmal aufbrauchen sollte. Aber man findet halt immer was Neues. Cool. Oh, das ist cool. Von Balea die Reinigungstücher Himbeertraum. Finde ich auch toll. Ich liebe ja Reinigungstücher auszutesten und so. Und Himbeertraum habe ich auch noch nicht. Die sind ja, glaube ich, jetzt auch gerade wieder mit dieser Box. Und da gibt es ja, ich habe gesehen, auch wieder eine andere Sorte. Was ist denn das? Kirsche? Ich glaube. Aber ja, finde ich super. Dann, was haben wir hier? Ach, süß, das ist so Balea Dusche und Shampoo for Kids. Kein Ziepen, keine Tränen, Raubtiere. Sehr cool. Ich guck mal, ob ich das aufkriege mit einer Hand, wie gesagt. Ich will doch mal schnuppern. Das wird ein Katastrophenvideo. Aber ich kann leider auch gerade nichts dafür. Bis jetzt kann man noch froh sein, dass die Katzen nicht noch kommen und alles genauer anschauen. Ein kleines bisschen kann ich was durchschnuppern. Ich krieg's jetzt nicht den Tesafilm nicht ab. Ich will ja nicht, dass das alles hier zu lang dauert. In der Schneideprofi bin ich ja auch nicht, was Videos angeht. Ach doch, jetzt habe ich endlich geschafft. So, schnuppern. Oh ja, das riecht lecker, total fruchtig. Das finde ich cool. Hatte ich auch schon mal in der Hand und habe dann gedacht, nee, lassen wir mal lieber stehen. Finde ich cool, dass ich es jetzt trotzdem testen kann. So, dann haben wir noch von Balea das Jeden-Tag-Shampoo Erdbeere. Das finde ich auch toll. Habe ich auch noch nicht probiert. Dasselbe Spiel mit dem Tesafilm. Ich will ja auch schnuppern. Das hat jetzt besser geklappt. Das riecht auch lecker, ja. Bin ich schon gespannt. Gerade so Jeden-Tag-Shampoos habe ich eigentlich noch nie so wirklich gehabt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die wirklich so schön mild sind. Mild, ja. Für die Haare halt eben nicht ganz so strapazierend, sage ich mal. Dann haben wir hier ein Lippenpflegeprodukt von Alverde. Cranberry Kirsche, das finde ich toll. Den habe ich schon öfters in YouTube-Videos gesehen. Habe sie aber dann auch immer gedacht, nein, ich lasse es mal stehen, weil ich einfach auch noch einige habe. Aber ich freue mich, den jetzt mal testen zu können. Zurzeit bin ich eben total scharf auf Alverde und solche Naturkosmetik-Sachen. Und deswegen ist es super. Dankeschön. So. Oh, jetzt kommen nur noch Sachen in Tüten eingepackt oder Säckchen. Jetzt fange ich mit dem Säckchen an. Oh, das ist ja süß. Ohrringe. Türkis und Blau. Jetzt gucke ich mal, ob ich das aufbekomme. Moment, ich guck mal, ob ich es mal kurz so halber schräg hinstellen kann. Oh. Ups. Hilfe! Moment, Moment. Es kann sich nur um Stunden handeln. So, jetzt kriege ich das einmal auf. Tut mir wirklich, wirklich leid, das Video wird ein bisschen chaotisch. Wie gesagt, ich bin halt wieder mal total vorbereitet. So. Ah ja, die sind sehr, sehr schön. So. Super toll, cool, mit Glitzersteinchen. Die Farben sind richtig toll. Das ist schön. Dankeschön, liebe Xenia. Die finde ich richtig toll. Oh, ich habe hier, glaube ich, gar keinen Schmuck eingepackt. Nee, habe ich nicht.
Ja, aber sie hat sich ja trotzdem über das Paket sehr gefreut. Das habe ich ja schon gesehen, das Video. Oh, und hier ist noch ein großes Paket mit lauter, lauter tollen Sachen, die ich noch nicht habe, so wie es aussieht. Cool. Ja, da muss ich jetzt noch mal kurz mit dem Schleichen kämpfen und dann schauen wir uns die Sachen natürlich auch noch an. So, schön stehen bleiben. Ich hab's gleich. So. Ja, viel was hier drum ging. Und ich hab gedacht, wenn ich die Schleife auf den Hintern lege. Ja. Ich hab's trotzdem gleich. Oh, jetzt, geschafft. Ich hab mal so hier hin. Und komm mal zum ersten Produkt an. So. Das ist von Max Factor Lipfinity Lip Color 24 Hours. Die Nummer 335 Just in Love. Die sieht toll aus. Richtig schön. Ich hoffe, das seht ihr so. Es ist, Licht ist leider ein bisschen übel. Ist jedenfalls so ein dunklerer Pinkton. Finde ich richtig schön. Finde ich cool. Ich habe von denen auch noch, ich glaube, nur einen einzigen. Und das ist ein hellerer Ton. Habe ich aber auch noch nie probiert. Ich finde das richtig toll. Jetzt habe ich noch zwei. Danke. Dann von, das sieht aus wie Kryolan und ich habe es noch nicht und ich liebe Kryolan-Produkte. Die kriegt man ja auch das in der Glossy-Box, die ich mir auch nicht mehr bekomme, weil ich einfach gesagt habe, ich habe schon viel zu viele Produkte und jetzt seht ihr meine halbe Küche, auch nicht schlecht. Toll, was ist denn das? Ist das ein Blush oder ist, nein, ist gar kein Kryolan, sieht aber doch, ist Kryolan, oder? Das Männchen da, diese Maske ist doch wie Kryolan. Also hier steht Viva Brilliant Color. Und was ist das jetzt? Dragon Fruit. Da steht nicht, was es ist. Keine Ahnung. Ich mach mal auf. Ob das jetzt ein Eyeshadow ist oder ein Blush. Könnte auch ein Eyeshadow sein. Seht ihr das so? Es ist wirklich ein bisschen blöd mit dem Licht leider. Ah, so ist es, glaube ich, ganz gut getroffen. Ja, finde ich aber richtig cool. Dankeschön. Ich denke es mal, es ist ein Blush. Aber es sieht aus wie Kryolan. Also, keine Ahnung. Dann haben wir noch in dieser schönen Tüte von Emmy Nails ein Nagelöl. Das finde ich auch toll. Das habe ich nämlich auch noch nicht und da freue ich mich schon, das auszuprobieren. Ist das mit so einem, wenn ich das aufmache, dann geht nachher alles flöten. Nee, ich weiß jetzt nicht, ich kann es jetzt nicht aufmachen, aber ich finde auf jeden Fall super. Nagelpflegeprodukte finde ich immer super toll. Als nächstes habe ich noch von Astor. Cool, da habe ich auch noch gar keinen und es ist genau meine Farbe. Das ist so ein Lila. Sieht man leider gar nicht gut. Das Licht ist leider echt gerade ein bisschen übel. 24 Hours Perfect Stay Eyeshadow and Liner Waterproof. Finde ich super, super schön. Das ist nämlich eine richtig schöne Farbe. Das Video ist echt nicht so schön heute. Naja. Das finde ich cool. Dankeschön. Und weiter kruschel, kruschel. Wieder was Eingepacktes. Feel Good Mineral von P2. P2 ist auch super, denn wie gesagt, ich komme nicht so oft zum DM, ich komme eher noch zum Rossmann oder zum Müller, aber da gibt es nun mal kein P2. Also zumindest, das gibt es gar nicht bei denen, oder? Also, ich glaube, es gibt es nur bei DM. Oh Gott, ich krieg's nicht auf. Ich weiß nur jetzt schon, dass ich es noch nicht habe. Ich will es euch zeigen, deswegen müsst ihr euch jetzt leider gedulden, bis ich es endlich aufgefriemelt habe. So, ich habe es geschafft. Das ist ein Blush. Ups. So. Und zwar in der Farbe 020 Sweet Rose. Finde ich auch sehr, sehr schön. Es ist nur eine dezent... Nochmal zugeklebt. Okay, es ist eine dezentere Farbe. Zumindest sieht es mal in dem Pfännchen in der Verpackung so aus. Das mag ich gerne, weil gerade so im Alltag und so benutze ich dann, wenn ich mal Blush benutze, dann eh nicht gerade die Knallfarben überhaupt. Ich habe es geschafft. Das
Hänge ich es mal auf, so. Finde ich toll. Ist eine richtig schöne Farbe. Je näher ich rankomme, desto heller wird es. Naja. Gut. Finde ich schön, danke. Oh, ich habe den Tesafilm eingeklemmt. Nachher raus. Cool. Und hier habe ich noch was Tolles gesehen, was ich auch auf gar keinen Fall schon habe. Das ist cool, ich sehe es schon durch die Verpackung. Ja. Komm raus, bis entzündet. So. Cool. Das finde ich echt geil. Sorry, ja, aber geil. P2 Perfect Face Refine and Prime. Da hast du mir auch wieder was lauter Sachen geschenkt, die ich noch nicht habe, die ich noch nicht getestet habe und gar nichts. Das finde ich richtig toll. Ist das so ähnlich wie diese 5-Sekunden-Retuschierer oder halt ein Primer und ja, ich denke, das ist schon so vom Prinzip her. Das ist cool. Aber ich mache es auch trotzdem natürlich gleich mal auf. So, geschafft. So, ist halt so eine Creme. Ich mach mal. Ja, fühlt sich schon so ähnlich an. Fühlt sich auf der Haut auch so an, aber das ist toll. Das ist echt toll. Dankeschön. So sieht es jetzt aus. Und dann habe ich noch zwei Sachen in meinem Tütchen. Oh, cool, von CAT, oder wie heißt das, CAT? Toll, ist mein erster CAT-Nagellack, Mini-Nagellack. Das finde ich richtig cool. Da steht aber, glaube ich, ach doch, Glitterwall ist die Farbe. Toll, ich liebe Glitzer-Nagellacke und sieht man das so? So sieht man es, glaube ich, ganz, ganz gut. Die Farbe ist richtig, richtig toll. Cool, da freue ich mich drüber. Dankeschön. Und zu guter Letzt ein Produkt, das ich schon habe, aber das ist nicht schlimm, das braucht man immer. Von Catherine, die Nagelfeile in der Box. Das finde ich richtig, richtig gut. Denn die braucht man immer, das ist praktisch, auch für unterwegs in dieser Box. Einfach perfekt. Ja, das war, glaube ich, mein... Ja, ich das sowas übersehen habe. Ja. Ja. Alles leer. Das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Tauschpaket gewesen, liebe Xenia. Ich freue mich riesig über jedes einzelne Produkt. Finde ich richtig, richtig toll. Und ja, ich bin gerne bereit, mal wieder mit dir zu tauschen. Du hast ja auch gesagt, wir können jeden Monat ein Tauschpaket machen. Das sehe ich genauso. Und ja, da danke ich dir nochmal ganz, ganz, ganz herzlich für diese tollen Sachen. Und schaut auf jeden Fall auch bei Xenia vorbei. Ich verlinke euch den Kanal dann nachher unten in der Infobox. Wenn ihr sie nicht sowieso schon kennt. Sie ist ja schon bekannter. Und ja, da freue ich mich riesig über die ganzen tollen Sachen und auch aufs Ausprobieren. Das ist richtig, richtig tolle Sachen, hast du mir da geschenkt. Und vielen, vielen Dank. Und verrat mir mal noch, falls du das selber rausgefunden hast, ist das hier ein Eyeshadow oder... Ist das ein Blush? Also die Farbe kommt hier wieder total dunkel raus. So dunkel ist sie nicht. Auch nicht so wie wir. Doch, ist glaube ich eher ein Eyeshadow. Ist doch schon ziemlich lila für einen Blush. Aber man weiß es ja nie. Aber ist ja auch egal. Im Endeffekt kann man es ja überall drauf machen. Ja, das war mein Tauschpaket. Und wie gesagt, ich kann nur noch tausendmal Danke sagen, liebe Xenia, für dieses schöne Paket. Die Servietten sind ja auch total süß mit den Cupcakes übrigens. Die muss ich glaube ich aufheben. Serviettentechnik mache ich ja auch noch ganz selten. Vielleicht kann ich da die mal irgendwie verarbeiten. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Und schaut auf jeden Fall mal bei Xenia noch vorbei. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.